Also jeder nimmt sich eine Bewertungskarte und bewertet das Essen nach Präsentation, Textur, Geschmack. Oh, langsam, ich brauche detailliertes Feedback. Ich hab die Karte gegessen. Jetzt fehlen nur noch ein paar letzte Feinheiten. Killen, wir sollen alle reinkommen. Oh, scheint nicht hier zu sein. Tja, also, ich wollte mich nur bedanken, dass ihr mir geholfen habt. Tada! Jetzt fehlt nur noch eine Sache. Und die ist wichtig. Die Werbung. Ich habe eine Wagenladung Flyer machen lassen, die ihr in der Stadt verteilen könnt. Nichts Besonderes. Ich bewerbe nur richtig gutes Essen zu tollen Preisen. Das könnte unser Motto sein. Dad, ich glaube, da ist ein Druckfehler drin. Was? Kommt alle zu Linztafel zur, Glosseneröffnung? Oh nein! Ach, ein kleiner Fehler, der eine große Auswirkung haben kann. Was soll ich jetzt tun? Es ist zu spät für einen Neudruck. Oh, das ist echt übel. Jetzt wird keiner kommen und wir können den Laden gleich dicht machen. Hey, Dad, ich habe eine Idee. Wir könnten uns doch um die Werbung kümmern. Uns fällt ganz sicher was ein. Ja, wir helfen dir, Daddy. Na klar doch, es wäre uns eine große Ehre. Oh, Kinder, ich danke euch. Das bedeutet mir wirklich viel. Und euch fällt sicher was ganz Tolles ein. Wenn ihr euch zusammentut, war das noch immer so. Schnippeldi-Schnipp-Schnapp, das Messer ist scharf, ja, es schneidet so gut, ja. Zwiebeln, Tomaten, seid auf der Hut. Schnippeldi-Schnipp-Schnapp, absolut. Schnippeldi-Schnipp-Schnapp, Schnippeldi-Schnipp-Schnapp, ich schneid. Au, mein Finger! Lisa, Schätzchen, da bist du ja. Vater, ich habe jetzt endlich eine Lösung für dein Werbeproblem. Oh, hast du auch Werbung gemacht? Ja, ich habe mir erlaubt, potenziellen Kunden ein Angebot zu machen. Gratis Fritten bei jeder Bestellung eines Hauptgerichts. Das ist eine tolle Idee, Krümelchen. Offensichtlich. Ich habe dir gerade 4 Tische voller Gäste beschert, die sich schon auf Pommes bis zum Umfallen freuen. Heiz die Friteusen vor. 2 Werbeaktionen. Ich hab echt kreative Kinder. Pelle die Pell, Appelle die Pell. Ja, Pommes sind lecker, ob dunkel, ob hell. Aber au, mein Finger! Klopf, klopf, Dad! Wer ist da? Nein, nein, nein. Keine Zeit für Witze. Ich muss dir von meiner genialen Werbung für dich erzählen. Du hast auch Werbung gemacht? Aha, das bringt dir garantiert haufenweise Kunden. Ich hab verbreitet, wenn man hier seinen Geburtstag feiert, gibt's ein Gratis-Dessert. Und das gesamte Personal singt ein Geburtstagslied. Das ist eine fantastische Idee, Schätzchen. Und? Und es ist schon Zeit fürs erste Geburtstagslied. Komm mit, ich bring's dir auf den Weg bei. Und 1, 2, 3. Happy, happy birthday, heute ist eine Menge drin. Denn viele leckere Sachen, die gibt es hier bei Lynn. Hey! Wow! Yeah! Woo, woo, woo. Und das Geburtstagsdessert. wird ein wenig später kommen. Dad, ich hab diese Werbesache voll gerockt. Ach ja? Mein gesamtes Softballteam ist hier. Ich hab gesagt, hier gibt's ein Special für den eiligen Sportler. Okay, und was bitte? Wer länger als 15 Minuten wartet, ist gratis. Ach ja, unser gegnerisches Team ist übrigens auch gekommen. Was? Und fang lieber an zu kochen, denn 8 Minuten sind schon rum. Was? Nein, 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 warte. Oh, okay, okay. Erst Geburtstagskuchen, 2. Geburtstagskuchen, dann Fritten. Korrektur? Ich brauche eine Menge Fritten. Essen für die Tiere. Ah, nicht nachdenken, Lynn. Koch einfach. Draußen ist der Teufel los, Lynn. Sieh dir das bitte mal an. Hab dich, Kumpel. Hier ist Catherine Mulligan live von Lynns Tafel mit dem Mann hinter dem Namen Chefkoch Lynn Laut. Dies ist die erfolgreichste Eröffnung, die Royal Woods je erlebt hat. Großartig. Wie haben Sie das geschafft? So bescheiden. Wie fühlen Sie sich? Kein Wunder. Und wie werden Sie das feiern? Mit einer Mütze Schlaf. Das verstehe ich gut. Nun, Lynn Laut ist kein Mann der vielen Worte. Er lässt sein Essen für sich sprechen. Ich bin Catherine Mulligan und ich sage, wenn Sie mal richtig gut essen gehen wollen, dann kommen Sie doch zu Lynns Tafel. Hola!
Que bola, meine kleinen Helfer. Ah, kleiner Scherz, das war nicht das Sandwich, sondern ich, Alberto. Kommt rein, passe, passe. Was hab ich euch gesagt? Ist doch witzig. Das Cubano-Sandwich hat mein Abuelo immer bei der Arbeit in Havanna gegessen. Ich bereite es gern mit einem Liedchen zu. Wir beginnen dann mal mit dem Pan. Pan und Senf dazu, Jamon. Ein Gürkchen und zwei Scheiben vom Queso. Grill das Panini, bis es schön knusprig ist, das macht froh. Solo eso! Und jetzt seid ihr dran, kleine Chicas! Kein Thema. Pan und Senf dazu, Jamon. Ein Gürkchen und zwei Scheiben vom Queso. Grill das Panini, bis es schön knusprig ist, das macht froh. Solo eso. Hey, das war ziemlich gut. Der Käse ist geschmolzen. Und, haben wir den Job? Nein. Und jetzt Kundenservice. Für diesen Teil der Ausbildung habe ich ein paar Freunde geholt. Hallo, wir haben Hunger. Ich will ein Cubano mit 5 Gürkchen. Nur oben getoastet und ohne Queso wegen der Blähung. Und auf keinen Fall beim Senf sparen. Sehr gern. Jamon, Gürkchen, Queso. Ich mach den Senf drauf. Und bitte. Ich sagte doch, dass ihr nicht beim Senf sparen sollt. Na los, Sid. Ich mach ja schon. Normalerweise bin ich nie zufrieden, aber dieses Sandwich ist wirklich köstlich. Ach, wieso riecht es hier auf einmal nach Käse? Ich sagte doch ohne Käse. Die Arbeit im Foodtruck ist unberechenbar. Mal sehen, wie ihr auf Überraschungen reagiert. Bodenwellen! Erschütterte Zutaten! Scharfe Kurve! Und bitte! Geschafft, Mädels! Eure Cubanos sind perfekt! Das heißt, ihr könnt auf dem Konzert arbeiten! Ja, geschafft! Wir können auf das Konzert! Senf, Jamon, Gürkchen, Queso! Ich hatte Zweifel, aber er ist echt gut! Wenn du schon meine Kochkünste toll findest, dann sieh dir mal meine krassen Moves an! Der Tanz heißt der Roboter! Geht euch das Konzert ansehen, wir kommen klar! Dankeschön! Vielen Dank! Hallo, noch 2 Cubanos. Hey, wenn das nicht die Blechbüchse ist. Hau ab, Spatzenhirn. Ich habe zu tun. Hey, Sancho, wie nennt man einen nutzlosen Metallhaufen? Frühstücksbot. Oh Mann. Wir haben es geschafft. Zwar wir beide zusammen. 12 ist Mitternacht. 12 ist Mitternacht. 12 ist Mitternacht. War doch okay, die beiden allein zu lassen, oder? Keine Sorge, das läuft schon. Senf, Jamon, Gürkchen, Queso. Senf, Jamon. Hey, da ist aber nicht genug Schinken drauf. Meine Zutaten sind wissenschaftlich abgemessen, also zieh Leine. Gut, aber hiermit. Gib das her. Hey, hört schon auf. Gut, dann ebenso. Du fieser Blechhaufen. Wieso bewegen wir uns plötzlich? Los, schnell nach vorn. Anschnallen. Ah! Ah! Und Kuhan ist in echt noch viel niedlicher. Für den letzten Song werden wir uns jetzt 2 Fans auf die Bühne holen. Nimm uns! Der Frühstücksbot. Der Foodtruck ist von selbst losgefahren. Das ist seine Schuld. Und wir fahren auf die Bühne zu. Und Wasser von Himmel fällt, ich liebe dich. Glück gehabt! Geht's auch allen gut? Ist da drin jemand? Cubano! So ein gutes Sandwich habe ich noch nie gegessen! Los geht's! Jetzt wird gebacken! Deine Tante Gail hat 1 Dutzend für ihren Fallschirmclub bestellt! Und los geht's! Thank you.
schönes Label. Danke. Ich mal ein Mini-Comic auf jedes, so als kleines Extra. Stark, unser erstes Dutzend. Und es dauerte nur... 4 Stunden? Wie viele Bestellungen müssen wir bis morgen fertig haben? 10 Bestellungen mit insgesamt 15 Dutzend Keksen. Und das dauert... Lisa? 60 Stunden oder 2,5 Tage. Und das ohne Pinkelpausen. Du hast zugehört? Wie? Ich bin bei Clyde. Deine Überwachung geht echt langsam zu weit. Na, über dein Walkie-Talkie, du Blödi. Oh, also, dann danke. Gern geschehen. Hier noch ein Tipp. Stellt ein paar Helfer ein. Wenn 2 Trottel in 4 Stunden ein Dutzend Kekse backen können, stellt euch mal vor, wie viele Kekse 6 oder 7 Trottel schaffen. Hey! Ein letzter Tipp. Sucht euch einen größeren Arbeitsplatz. Woher weißt du, wie groß unsere Küche ist? Ich muss los. Also, kennen wir jemanden mit professioneller Backerfahrung? Nein, aber ich weiß da ein paar andere Leute, die vielleicht Zeit haben. Schön, dass ihr da seid. Meine Schwestern haben leider keine Zeit, aber ihr werdet am Umsatz beteiligt. Und ihr könnt alles essen, was übrig bleibt. Klingt echt toll. Stark. Ich weiß nicht, Mann, ein Haarnetz? Diese Locken sind nicht zu zähmen. Hä? Setz es schon auf, Rusty. Wow, nicht ganz so doll. Das Nudelholz ist antik. Oh, entschuldige. Ich bin vorsichtig. Immer noch ein bisschen zu heftig. Ich drück doch kaum auf. Also, ich mach's lieber selbst. Das Label sieht ganz gut aus, aber sind das Bissspuren? Halt, die sind ja an allen Keksen. Zack, was soll das? Was? Ich mach Qualitätskontrolle. Schlechte Neuigkeiten. Die Butter ist alle. Ich hab schon mein ganzes Taschengeld für die erste Runde ausgegeben. Und ich mein's für das antike Nudelholz. Ach, nur keine Sorge. Ich mach das schon. Also, wer von euch beiden hat zarte Hände? Hey, Jungs. Seht euch mal mein Fließband an. Damit geht es bestimmt viel schneller. Das ist das Laufband, das deine Eltern nicht mehr wollten. Wir bilden eine Fertigungsstraße und... Annabelle, nein! Nein, pass auf! Hey! So viel Ärger ist nicht mal 1 Kilo Gratis-Kekse wert. Ganz meine Meinung. Echt nicht. Ja, wir sollten uns sowieso lieber um unsere Referate kümmern. Unser Geschichtsreferat! Wir haben noch nicht mal angefangen! Aber wir haben so vielen Leuten Kekse versprochen! Tja, dann müssen wir uns wohl reinknien und anfangen zu backen. Backpulver, den Zins, Kasser, Hallo! Schreibkram! So, der letzte. Geschafft. Hier, die Kekse für Ihre Freundin, Sir. Tut uns leid, dass Sie so schlimm aussehen. Zur Not können Sie ihr die hier schenken. Oh, danke schön. Die Puddingmaschine geht auch wieder. Der Verstopfungsgrund. Das sind Scrooge-Zähne. Ihr könnt nichts beweisen. Ah, ich verstehe. Ihr habt den Mund ein bisschen zu voll genommen. Ja, kann man wohl sagen. Wir dachten, wir werden die neuen Kekskönige, aber wir wussten nicht, was man dafür alles tun muss. Angestellte anleiten, Zutaten bestellen, mit Milchkühen fertig werden. Keine Sorge, das kriegt ihr schon alles hin, wenn ihr erst älter seid. Ich rate euch, genießt die Kindheit, solange es geht. Wird gemacht. Wiedersehen. Bis dann. Wir sehen uns. Lauri, Bobby, setzt euch doch hier hin. Nein, hier setzt ihr euch hin. Wie wär's, wenn wir uns in die Mitte setzen? Hier, probiert mal meine Truthahn-Hautfüllung. Die wird euch schmecken. Aber vorher kostet meine Tamales. Die sind extra scharf. Extra scharf, echt goldig. Die wollen nicht scharf, sondern süß. Hier, Kinder, meine mit Marshmallows überbackenen Kartoffeln. Woher wissen Sie, was die wollen? Die zwei lechzen doch förmlich nach meiner selbstgemachten Truthahn-Creme. Ah! 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 Ah!
Und jetzt ein kleiner Toast. Bobby, Lori, ich wollte nur sagen, wie froh wir sind, dass ihr hier bei uns seid. Oh, ich kann nicht weitersprechen. Oh, Mom. Wenn ich mal so frei sein dürfte. Es bedeutet Ihnen sicher wirklich viel, aber bei allem Respekt, uns bedeutet es noch mehr. Wissen Sie, Hector, das ist höchst unwahrscheinlich, denn nichts bedeutet uns mehr als das, okay? Ach, wirklich? Ja. Tatsächlich? Ja, allerdings. Vergiss den Toast. Ich kann das viel besser ausdrücken. Mit Musik. Wir lieben Bobby und Lori mehr als jeder auf der Welt. Familie! Upsi. Du wagst es? Mäßigen Sie doch Ihre Kinder. Thanksgiving ist nie sicher in diesem Haus. Wenn's Ihnen nicht gefällt, können Sie sehr gern gehen. Nicht du, Bobby. Du kannst bleiben. Das könnte Ihnen so passen, uns unseren teuren Roberto wegzunehmen. Ach, bitte. Als würden Sie nicht auch die ganze Zeit versuchen, uns Lori zu stehlen. Aber nein, Werteste, daraus wird nichts. Leute, hört doch auf. Halt du dich da aus. Wieso sollten wir Thanksgiving überhaupt hier verbringen? Hier mit diesem trockenen Vogel. Von wegen. Die Trutgansente ist köstlich. Vielleicht ist das Problem ja ihre klumpige Soße. Sagte da jemand Soße? Nein, die verdienen sie nicht. Fehlfunktion. Mein Gemälde. Das reicht jetzt. Ich weiß, wie wir das klären. Ja, Arm drücken. Los geht's. Ach nein, wir fragen Bobby und Lori, wo sie Thanksgiving lieber verbringen wollen. Wo sind sie? Und so landeten Bobby und Lori im einzigen Laden, der immer geöffnet hat. Jeden einzelnen Tag, rund um die Uhr, außer während der Angelsaison. Tut mir leid, Bubu Bär. Ich weiß, du hast dich dieses Jahr auf ein echtes Thanksgiving gefreut. Ist alles halb so wild. Ich habe Truthahn-Salami gefunden. Heiliger Hotdog! Wow, wie habt ihr uns gefunden? Mit Peilensendern. Ihr habt meine leckere Tarte noch nicht probiert. Ha, die wollen doch viel lieber meinen Flan. Flan, Schmarrn, Tarte. Halt! Merkt ihr es denn nicht? Deswegen sind wir gegangen. Die ganze Streiterei ist uns einfach zu viel geworden. Wir wollen uns nicht für eine Seite entscheiden. Von jetzt an sollten wir Thanksgiving vielleicht zu zweit verbringen. Also, das will keiner von uns. Wir jedenfalls sicher nicht. Lori, Bobby, tut uns sehr leid, dass wir uns so kindisch aufgeführt haben. Uns tut's auch leid. Es ist so schwer, seine Kinder loszulassen. Wisst ihr was? Ihr könnt Lori und Bobby Thanksgiving haben. Tja, also das haben wir wirklich gar nicht verdient. Sie sollten bei euch bleiben. Hey, ich hab ne Idee. Wie wär's denn mit dem Rotationsprinzip? Ganz so wie die köstlichen Würstchen, die ich mit nur 40% Aufschlag anbiete. Feiertagsdiscount. Hört sich gut an. Ja, das ist die Idee. Ist ja gut und schön für die Zukunft, aber was ist mit jetzt? Ich hab Hunger! Also, was haben wir hier? Wir haben Hotdogs und Sonnenblumenkerne und fast 20 Sorten Dörrfleisch. Vielleicht können wir ja hier zusammen essen. Klingt gut. Finde ich auch. Hängen wir doch ein bisschen schöne Deko auf. Ich hab noch Festschmuck im Auto. Ich helf Ihnen. Das ist also die Geschichte, wie der alte Flip Thanksgiving gerettet hat. Beide Familien kamen zusammen, um Danke zu sagen und die kulinarische Vielfalt meines Ladens zu genießen. Ein guter Koch muss gut aussehen. Hey, was ist mit mir? Okay, ja. Hier, bitte. Jetzt zeig mal den Lehrplan. Ah ja, erste Aufgabe, Eier. Der vielseitige Rockstar der Küchenwelt. Es gibt sie gekocht, pochiert, gebraten, gebacken, als Quiche, schottisch, benediktisch. Oh. Und nicht vergessen, mit Eiern kann man auch ausgezeichnet jonglieren. Oh, nein! Oh. Schon viel besser. Dafür gibt es ein Spiegelei-Smiley. Na los, Aufschlag, Luen! Und, ist es gut so? So sehe ich also als Ei aus. Das ist so schön, dass ich weinen könnte. Böser Charles, wehe, du frisst mein Gesicht!
Wow, Schatz, sehr gute Messerarbeit. Schnell, aber sicher. Nicht so schnell. Ein guter Koch prüft seine Rohkostplatte vorher. Das ist Fingerfood, kapiert? Also, da lacht ja sogar der Pilz. Da war noch etwas Dreck dran. Lavakuchen vollendet. Er hat die 4S eines guten Kuchens. Schokolade, Schokolade, Schokolade und Schöpferkraft. Schätzchen, wie viel Backpulver hast du benutzt? Oh, ich weiß nicht genau. Du hast mich mit deinen Witzen abgelenkt. Oh nein, entschuldige, Dad. Nein, Luann, ich lava es. Keine Unfälle in der Küche erhöhen den Spaß. Letzte Prüfung. Ein Mittagessen für 10 oder mehr Leute kochen. Oh, ein ganzes Mittagessen. Das klingt sehr schwer. Sehr schwer, aber spaßig. Das Tollste am Kochen ist, dass man andere Menschen damit erfreut. Und ich habe das perfekte Gericht. Pasta, Muscheln, Butter, Gio? Dad, wir können doch nicht unseren Hamster kochen. Was? Nein, los, hau ab, Gio. Es gibt meine berühmten Linguini. Mein erstes selbstgekochtes Gericht. Und jetzt kochst du es. Und du meinst, ich kriege das hin? Natürlich. Und an wem solltest du dein Talent besser testen können als an deiner eigenen lieben Familie? Ich habe Hunger! Bleib ruhig da drüben. Du schaffst das schon. Okay, was ihr da vor euch seht, sind Dads berühmte Linguini mit Muscheln. Sie werden al dente serviert mit Beurre Blanc Soße und als i-Tüpfelchen ein Hauch Petersilie. Bon Appetit! Du hast es voll drauf! Oh Mann! Du hattest recht, Dad. Die leeren Teller, die glücklichen Gesichter, da wird mir ums Herz ganz warm. Oh, Schatz, das ist... Oh, vielleicht weil der Ofen noch an ist. Nein, nein, ich meine es ernst. Das tat fast so gut, wie auf der Bühne einen Lacher zu kriegen. Schade, dass mein Kurs schon vorbei ist. Das Kochen mit dir hat echt Spaß gemacht, Dad. Oh, also, das höre ich gern, denn der Spaß muss noch nicht vorbei sein. Lynn und Luanns Tafel? Ja, ganz genau, Schatz. Du führst das Lauterbe fort und übernimmst irgendwann das Restaurant. Was? Ich? Nein, wer ich? Wirklich? Ich seh's schon vor mir. Du und ich, wir mischen die Restaurantszene auf. Eierspeisen, Witze reißen, ablachen beim Kuchen machen. Naja, Spaß gemacht hat es ja schon. Und du kannst noch mehr Spaß haben. Na dann los. Mein Traum wird wahr. Das ist der glücklichste Moment meines Lebens. Oh, lasst euch drücken, ihr Schatzkekse. Rosa, mein Hemd ist eingelaufen. Es ist Karls Hemd, Tonto. Ups. Marshmallow Blaster, Sergio will haben. Oh Mann, ich bin echt hungrig. Oh, Mihita, nicht vor dem Essen. Und Eis gibt es auch noch nicht für euch. Oh, das hier passt sehr gut. Abuelo, das ist mein Outfit. Es reicht, fuera. Raus aus meiner Küche, sonst wird das Essen nie fertig. Du auch, Sergio. Oh Mann, das Angebot war zeitlich begrenzt. Was hast du da, Ronnie Ann? Ihr müsst diesen Tamales-Truck testen. Die Tamales sind echt lecker. Bist du verrückt geworden? Wenn Abuela dich die essen sieht, bist du erledigt. Ja, neulich hat sie Tio Carlos woanders essen sehen. Einen Monat hat sie nicht für ihn gekocht. Ich musste mich von gefrorenen Fischstäbchen ernähren. Ja, sie wird super eifersüchtig, wenn wir fremdes Essen mögen. Aber so gute Tamales habe ich noch nie gegessen. Wirklich, probier mal. Wow! Die schmecken ja einfach himmlisch. Ich will auch was davon. Wovon? Von dem, was du kochst. Na gut, Essen ist fertig. Modepuppe, komm. Mama Grande geht zur Homebase.
Verstanden. Mercado-Mann, warte auf mein Signal. Bienen! Verschwindet! Roger, ich gebe das Signal. Halt, was? Nein! Der Professor setzt die Segel. Oh, Mayday, ich krache gleich in Mama Grande. Oh. Oh, der Truck fährt weg. Ich bleib dran. Oh nein, der Truck parkt vor unserem Haus und Abuela steht direkt am Fenster. Wir brauchen einen neuen Plan. Hurricane Panther High Ninja ist auf Position. Karl, du darfst nur einen Codenamen haben. Warte auf unser Signal. Hey, Abuela, wir schneiden die Zwiebeln für dich. Mach mal Pause. Oh, danke schön. Ich war schon müde vom Stehen. Ruh dich mal aus. Bobby hat schon alles unter Kontrolle. Die will ich unbedingt haben. Dann möge der beste Koch gewinnen. Oh, na gut. Endlich sind sie auch bereit zu kämpfen. Und jetzt rüberlaufen und um die Zutaten kämpfen. Achtung, fertig, Küchenschlag. Her mit der Zwiebel. Nein, die brauch ich. Hände weg. Stopp die Zwiebel so. Nimm sie im Weg, Royal. Das nenne ich Küchenschlacht. Mit diesen Zutaten können wir meine Lasagne machen. Das können Sie nicht toppen. Gegen meine Tamales haben Sie nicht die geringste Chance. Und nicht vergessen, das ist die Küchenschlacht. Das heißt, alles ist möglich. Und ich meine wirklich alles. Lincoln, du gehst jetzt rüber und schraubst Ihren Salzstreuer auf. Gute Idee, Dad. Micha, eine Prise Salz. Mir leid, Abuela. Das war ein Versehen. Nein, das war kein Versehen. Mal sehen, wie Ihnen meine extra scharfe Salsa gefällt. Lass mich mal die Soße probieren. Die schmeckt ja seltsam. Ein bisschen nach... Man kann sich auch anstellen. Sie haben unsere Soße ruiniert. So etwas macht man nun wirklich nicht. Ich habe eine glitschige Idee. Und jetzt verteilen wir den Masa auf den Mais. Ah! Alles klar, Abuela. Rutschige Küche! Also das nenne ich Fernsehen. Du kennst ja das Sprichwort. Gut geölt und es flutscht besser. Ich werde euch lehren, mich nicht zu Fall zu bringen. Ja, gib ihm deinen Chunklas. Ja! Die Lasagne! Jetzt reicht's. Ihr werdet nie wieder zu Thanksgiving eingeladen. Ja! Oh, danke schön. Jetzt muss ich keinen trockenen Truthahn mehr essen. Und ihr seid nicht mehr zu Weihnachten eingeladen. Ja! Gut! Wir mögen deine Fadentamales sowieso nicht. Ja! Oh, diese Freundschaft ist offiziell beendet. Von mir aus verabschiede dich von Ronnie N. Für immer. Du auch, Ronnie N. Halt, was? Das will ich nicht. Ich auch nicht. Hört mal, was soll denn das? Wir ruinieren unsere Freundschaft wegen einer blöden Küche? Du hast recht, Lincoln. Das ist doch albern. Tut mir leid, Rosa. Deine Tamales sind wirklich großartig. Ich danke dir. Willst du noch irgendwas hinzufügen? Oh ja, natürlich. Dein Truthahn ist immer ganz köstlich. Oh, ach, hör auf. Nein, nein, nein! Ihr sollt doch kämpfen! Es geht hier um eine erstklassige Küche! Kein Preis ist so kostbar wie eine gute Freundschaft. Oh ja! Ganz genau, Abuela. Oh, ich liebe Happy Ends. Was soll das? Hört auf damit, wir haben eine Show zu beenden. Ihre Show interessiert uns nicht. Sie, hier ist eine Küchenüberraschung für Sie. Wir sind raus. Halt! Und wenn es nur noch mehr Preise gibt, ein neues Auto oder eine schicke Fernreise. Matthew, halt sie auf. Wenn ich keine Show liefere, wird der Sender mich feuern.
Tut mir leid. Ich kündige. Und ich auch. Gut. Geht nur. Ich schätze mal, jetzt bleibt mir wohl nur noch dieser blöde Kühlschrank. Hier drüben! Ja! Burger Blast! Hey! Nicht mit Worten, fahr zuerst! Ach, sofort! Nein, nein, nein! Das sind die Besitzer. Reden wir mit ihnen. Und Summe, willkommen bei Padma Blast. Ich mein Burger Blast. Was kann ich für euch tun? Padma, der Ketchup-Alarm ist an. Er ist gleich leer. Ich weiß, Pierre. Ich hör's ja. Hol schnell den Notfall-Ketchup. Entschuldigt, Kinder, das waren zwei Burger. Nein, wir wollten über ihr Burgerschild sprechen. Es ist so hell, dass man kaum schlafen kann. Entschuldigt mich kurz. Oh, nein, nein, nein. Keine Sorge. Ist bloß Ketchup. Was möchtet ihr? Naja, wir sagen es nicht gern, aber seit sie offen haben... Oh, ihr wollt euch beschweren. Kein Problem. Werft einfach einen Zettel in die Beschwerdebox. Ihr Schild ist zu hell. Der Geruch ist zu stark. Und ihr Gesang ist viel zu laut. Aber die Beschwerdebox ist schick. Ich sagte ja, ich bin heute schlecht drauf. Okay, Sergio und seine Freunde sind gleich hier. Glitzerzahn auch. Hey, Padma, der Elektriker hat das Schild gedimmt. Sieht echt toll aus. Oh, gut. Entschuldigung, haben Sie gerade gesagt, das Schild wurde gedimmt? Oh, hallo Kinder. Hat ein bisschen gedauert. Wir haben so viel zu tun. Pierre dachte ja, er könnte alles selbst reparieren. Hey, kann ich auch. Er hat alles schlimmer gemacht. Aber jetzt habe ich einen Profi gefunden. Alles fertig. Hola, Chiquitas. Ich habe das Burgerschild gedimmt und einen Geruchsfilter eingebaut. Jetzt habt ihr also Ruhe. Und ich habe den Ketchup mit Essig aufgepeppt. Das war nötig. Sie war wirklich unsere Rettung. Außerdem singt Tommy nicht mehr bei unserem Trinkgeldlied mit. Der Kerl hat eine viel zu kräftige Stimme. Bestellung für Vito. Wow, Sie haben aber Kohldampf. Wow, herzlichen Dank. Entschuldigen Sie uns eine Sekunde. Oh nein, Sie haben doch schon alles in Ordnung gebracht. Ich weiß, Sie sind voll nett und wir lassen Sie gleich ins Taubenunglück rennen. Das müssen wir abblasen. Sergio, kommen. Mission abbrechen. Ich wiederhole, Mission abbrechen. Sergio, Mission abbrechen. Wiederhole, Mission abbrechen. Ich verstehe nicht. Und Sturzflug. Sergio, hast du verstanden? Hallo, ich bin Jim Glitzerzahn. Wir sind in dem beliebten neuen Restaurant Burger Blast. Und auch hier gibt es ein schmutziges Geheimnis. Ihre Burger sind gemacht aus Taubenfleisch. Also, wieso verwenden Sie Taubenfleisch? Und wie können Sie nachts ruhig schlafen? Was? Wie können Sie es wagen? Wir verwenden kein Tauben. Ich bin Jim Glitzerzahn und ich decke auch Ihr schmutziges Geheimnis auf. Klar? Und das war's. Nimm das! Also, ich verstehe das nicht. Wo kommen die Tauben nur her? Wenn das gesendet wird, sind wir ruiniert. Nicht, wenn wir euch helfen. Sid, komm, ich habe eine Idee. Mr. Glitzerzahn, wir haben Sie wegen der Tauben angerufen. Was? Oh, ich verstehe schon. Ihr wollt sicher die $25 für euren Tipp. Okay, Motor starten. Wir wollen Ihr Geld nicht. Sie dürfen nur die Story nicht senden. Von wegen. Die bringt mir eine fette Beförderung. Und wenn wir nun eine bessere Story haben, eine noch krassere. Noch krasser als Taubenfleisch? Gut, ich höre. Es fängt an. Und jetzt, Betrug. Verrohung. Ich bin Jim Glitzerzahn. Bei unserem heutigen Skandal geht es um Burger, Sabotage und Taubenfleisch. Wie weit gehen zwei rachsüchtige Kinder, um endlich ruhig schlafen zu können? Hä? Rachsüchtig? Dieser Augenzeuge hat alles gesehen. Sie zwangen mich, Tauben ranzuschaffen und so zu tun, als wären sie das Fleisch für die Burger. Das sind Monster. Meine Stimme wird doch verändert, oder? Monster? Das kann man wohl sagen. Hey! Okay, das haben wir wohl verdient. Aber wichtiger ist, dass alle die Wahrheit erfahren. Das Taubenfleischgerücht stammt von Sid und mir. Wir brauchten eben Schlaf. Das war alles ein Missverständnis. Tut uns leid, Pierre und Padma. Ihr seid toll und wir sind froh, euch als Nachbarn zu haben. Nicht vergessen, wir machen unseren Ketchup selbst. Und unsere Burger sind aus Rindfleisch. Aus Rindfleisch allein.
Ein Trick, um Zeit zu sparen. Trag einfach alles auf einmal raus. Ups, Käsedip nicht vergessen. Hier ist er schon. Ist das nicht zu schwer? Ich habe meine Halsmuskeln bestens trainiert. Wow, ohne Witz, das nenne ich Hingabe. Denk immer an die Kunden und was sie vielleicht brauchen könnten. Kellner, wo bleibt denn mein Brot? Danke für Ihre Geduld, junge Dame. Es sollte ja frisch sein. Käsedip? Aber viel. Das war so ziemlich alles. Und wenn's doch mal Probleme gibt, verteil gratis Bonbons. Danke für die Hilfe, Kotaro. Ich bin bereit für meinen ersten Tisch. Oh, hi, Rektor Huggins. Hi, Cheryl. Was darf's denn sein? Willst du denn kein Schreibutensil zücken, mein Kind? Nein, ich habe ein sehr gutes Gedächtnis. Deine Stundenpläne konntest du dir jedenfalls nicht so gut merken. Aber ich will's dir mal glauben. Ich nehme den Barbecue-Hühnchensalat. Dressing bitte extra. Und heißen Tee. Und ich nehme das French Dip Sandwich und einen Eistee. Und zwar den extra süßen Süße. Sehr gern. Barbecue-Hühnchensalat, Dressing extra, heißer Tee, French Dip und einen extra süßen Eistee. Kellnerin, was für Dressings haben Sie? Oh, ich gebe kurz die Bestellung weiter und dann bin ich... Gibt's Ranch Dressing? Ja, wir haben auch noch Blue Cheese, Balsamico und Italian. Welches darf sein? Hab keinen Salat bestellt, wollt's nur wissen. Okay, was haben Huggins und Cheryl bestellt? Beilagensalat? Nein. Gemischter Salat ohne Dressing? Kein Salat mit extra Dressing? Ich kann mich an was Süßes erinnern, aber das kann nicht stimmen. So ein Mist! Tja, und seitdem trage ich diese Frisur. Verzeihung, ich habe Ihre Bestellung vergessen. Ich wusste es, ich wusste es, ich wusste es. Ein gratis Bonbon? Ah. Die Bestellung für Tisch 5 und 7. Danke, Dad. Halt, Kotaro sagte, ich soll alles auf einmal tragen. Ich schaff das. Alles nur eine Frage des Gleichgewichts. Tja, und seitdem mache ich täglich Yoga. Nein, nein, nein. Wegfliege. Weg. Nicht schlimm, Süße. Wir essen in der Schule ein paar Fischstäbchen, Wilbur. Hey Mom, hey Lisa, wollt ihr was essen? Ja, und wir wollten dir alles Gute für den ersten Tag wünschen. Na, sag schon, wie läuft's? Es läuft nicht gut. Ich kann das nicht. Ich vergesse die Bestellung. Ich lass die Teller fallen. Und Scoots will ständig irgendwelche merkwürdigen Sachen, zum Beispiel Zitronen aus der Mikrowelle. Sonst sind sie ihr zu kalt. Ganz ruhig, ältere Schwester. Ich helfe dir bei deinem Kellnerproblem. Ich kann eine Herausforderung brauchen. Das Rätsel auf der Kinderkarte hatte ich in Sekundenschnelle gelöst. Komm gleich wieder. Lisa Marie, wo willst du mit meinem Zitronenschaber hin? Der Weihnachtsmann sieht alles. Bitte schnall das auf deinen Rücken. Das sind Roboter-Servierarme. Sie tragen Teller, haben eine eingebaute Pfeffermühle, Soßenspender. Und das Allerbeste ist die Sprachaktivierung wie bei deinem Smartphone. Wow, Lisa, echt nett von dir. Ich hoffe, es hilft dir. So, und jetzt hätte ich gern einen Kindersitz, bitte. Ja, kommt sofort. Wir würden gern zahlen. Pfeffer mahlen, sehr gern. Halt, von Pfeffer kriege ich... Roboterarme, Schluss, Sense! Sensenklingen zum Zerkleinern aktivieren. Nein, Quatsch mit Soße! Soßenspender, kommt sofort. Lisa, Hilfe! Öffne die hintere Klappe und... auch so. Ach, tut mir leid, Dad. Ich bin ohne Witz eine schreckliche Kellnerin. Selbst mit Roboterarmen. Wird wohl leider doch nichts aus unserem Traum, zusammenzuarbeiten. Ach, gib nicht auf, Lori, Lori, Morning Glory. Ich habe noch jede Menge anderer Jobs. Weißt du, ich könnte zum Beispiel eine Hilfsköchin gebrauchen. Und wenn du hier hinten bist, haben wir noch mehr Zeit für uns. Perfekt. Womit soll ich anfangen? Wie wär's denn, wenn du diese Zwiebeln da schnippelischnapp schneidest? Bin schon dabei. Dieser neue Job wird so langsam doch zu meinem. Die Frage ist nur, wieso muss ich dann weinen? Au, au, au! Ich brauche ein Handtuch! Ein Handtuch! Halt! Nein! Meine guten Ribeye-Steaks! Mein bester Freund! Entschuldige, Dad! Entschuldige, Kotaro! Kann ich vielleicht noch einen dritten Job ausprobieren?
Oh, rote Tacos habe ich noch nie gesehen. Rosas geheime Birria-Brühe macht sie super rot und super deliciosos. Darf ich mal kosten? Nun, da wir Freunde sind. Nein, ich gebe dir $5 für einen Taco. Ich dachte, du hättest kein Geld. Oh, Mama Mia, meine Geschmacksknospen feiernde Party hier drin. Ich will noch ein. Ich zahle das Doppelte. Bobby, denkst du auch, was ich gerade denke? Dass ich auf der Toilette essen sollte, wo es sicher ist? Mi amor, wir sitzen auf einer Goldmine. Wenn wir deine Tacos im Mercado verkaufen, verdienen wir ein Vermögen. Hey, Abuelo, ich hab Tacos und Geld verstanden. Ich bin dabei. Karl, zurück in die Wanne mit dir. Wir brauchen kein Vermögen, Hector. Komm schon, bitte. Ja, wenn es dir so wichtig ist, können wir es ja versuchen, mi amor. Rosita, gracias. Deine köstlichen Tacos werden uns mucho, mucho Geld bringen. Mucho, mucho Geld. Mucho, mucho Geld. Seht nur, das ist unser erster Kunde. Willkommen im Casa Grandes Mercado. Wir haben eine neue Leckerei, Tacos. Mabel, wir haben was Neues. Rote Tacos. Keine aufdringliche Werbung. Mama braucht ihre Mangos. Sich so auf mich zu stürzen. Wir gehen das Ganze völlig falsch an. Die Leute müssen riechen, wie die Tacos duften. Achtung, fertig, Taco. Das sind meine Tacos. Nein, anders. Es sind genug für Sie beide da. Für jeweils $5 natürlich. Gut gemacht, Roberto. Dann sorge ich mal für Nachschub. Ja, ich war gut. Ja. Ich will noch einen. Hey, Bestellung für Haar. Das bin ich. Extra Fleisch, extra Zwiebeln und extra schwer. Die sind ja unglaublich, Hector. Fast so gut wie die Gimbab in meinem Laden. Da ist jemand neidisch. Was duftet denn hier so? Gibt's hier etwa die roten Tacos, von denen wir gehört haben? Ganz egal, was sie kosten. Ich muss diese Tacos jetzt und sofort probieren. Entschuldigen Sie mich. Und ich unterhalte die Kundschaft mit meinem neuen Alter Ego, DJ Tacotron. Zuerst hatte ich ja Angst, einen roten Taco zu probieren. Dabei liebe ich rote Lebensmittel. Marinara-Soße, Pasta-Soße, Pizza-Soße, Bratensoße, Soße. Geht Vito irgendwann noch mal nach Hause? Du gewöhnst dich daran. Eine wichtige Soße fehlt mir noch. Ketchup! Kamera, Rosa. Wie fühlt es sich an, wenn alle Welt von ihren Kochkünsten schwärmt? Ganz toll. Ich hätte nicht gedacht, dass mein Essen so 1000 ist. 100. Was immer es ist, die Stadt steht Kopf dafür. Wirklich gut. DJ Tacotron, du bist dran. Wenn ich Rosa sage, sagt ihr Tacos. Rosa? Tacos! Rosa? Tacos! Ja. Riecht ihr diesen fiesen Gestank auch? Hey! Hoffe, ihr habt Hunger. Ich habe ein neues Rezept ausprobiert. Kohlauflauf. Wow, Daddy. Riecht lecker. Du hast dich selbst übertroffen, Schatz. Halt! Da fehlt noch die Fischsoße. Die unterstützt den Schwefelgeschmack. Schnell, weg damit, bevor er wiederkommt. Die Lügen gehen weiter. Ich fürchte um das Wohl meiner Familie. Ohne die Wahrheit kann nämlich keine Gesellschaft funktionieren. Und ständiges Lügen führt zu Chaos und Niedergang. Ich muss dieses Problem lösen. Neuer Tag. Eine neue Chance für die Wahrheit im Haus der Laut. Hey, Lincoln, wie findest du meine neue Frisur? Ich war in diesem neuen Laden, wo es umsonst ist, wenn das Schneiden über 3 Minuten dauert. Sieht toll aus. Steht hier echt großartig. Lüge. Dir gefällt's nicht? So schlimm sieht's nicht aus. Immer noch eine kinderfaustdicke Lüge. Jetzt sei bitte ehrlich, Lincoln. Okay. Die schlimmste Frisur, die ich je gesehen habe. Überall kahle Stellen und dann dieser hässliche Rattenschwanz hinten dran.
Ich habe dein Geschenk weiter verschenkt. Ich kapiere deine Witze nicht. Deine Gute-Nacht-Geschichten sind voll öde. Deine Gedichte sind mies. Dein Atem riecht nach Tod. Ich habe deinen zweiten Vornamen vergessen. Ich war nicht bei der Arbeit, sondern saß in der Waschküche mit einem Pudding. Verzeiht mir meine Verspätung, Familie. Ich hatte eine äußerst tiefe Traumphase. Und Vater, was gibt's zu essen? Kohl mit Fischsoße. Das mögt ihr doch alle besonders gern. Was ist denn los? Habt ihr keinen Hunger? Dad, ich sag's nur ungern, aber dank Lisa bleibt uns keine Wahl. Das Zeug ist eklig und das sage ich echt nicht oft. Ja, es ist widerlich. Es riecht wie Walts Vogelkäfig. Aber neulich Abend, da habt ihr... Da mochten wir es auch schon nicht. Als du im Bett lagst, haben wir was bestellt. Na, dann ess doch Müsli zum Abendessen. Na, also Luan, erzähl uns doch zur Auflockerung einen kleinen Witz. Tja, da meine Witze ja scheinbar nicht so gut ankommen, lass ich's lieber. Mutter, erzähl uns was von der Arbeit. Manche sagen, meine Stimme sei einschläfernd, also passe ich. Okay. Lori, hast du für uns nicht ein bisschen Klatsch und Tratsch? Oh, ich will niemanden mit meinen Geschichten nerven, die ja scheinbar endlos sind. Ach, ich mach die Biege. Kein Appetit mehr. Das stimmt nicht. Du hast doch Hunger. Gut, ich esse in meinem Zimmer. Ich esse mit keinem, der meine Frisur will, finde. Wahrscheinlich esse ich euch auch nicht cool genug. Zugegeben, allein essen ist nicht ideal, aber ich denke, es ist am besten so. Lüge. Ich lüge nicht. Ich bin sicher, meine Familie wird mir irgendwann dankbar sein. Falsch, das glaubst du längst nicht mehr. Okay, bitte, du hast recht. Dieser ganze Plan war ein Desaster. Ich dachte, erzwungene Ehrlichkeit würde meine Familie retten, aber es hat sie ruiniert. Ironie des Schicksals. Achtung, Familie! Versammelt euch bitte alle im Wohnzimmer! Wieso? Hast du eine Furzdetektorbrille erfunden? Nein. Hör zu, ich möchte mich bei euch für mein Experiment entschuldigen. Auch wenn die Wahrheit das Beste ist, erkenne ich doch, dass eine kleine Notlüge der Harmonie zuträglich ist. Oh, ein Glück. Wie erleichternd. Kein Rückzieher. Also werde ich nun alle Kameras hier zerstören. Vater, hochheben, bitte. Sind ja nur ein paar hundert zu entfernen. Ja, ich vergaß, die sind mit Hochsicherheitssystemen ausgerüstet. Oh nein, werden wir sie jetzt niemals los? Es gibt vielleicht einen Weg. Okay, alle bereit? Und los! 1 + 1 = 6. Das ist gelogen. Der Mond ist aus Gouda-Käse. Unwahrheit. Die Erde ist ohne Witz eine Scheibe. Erfunden. Ich finde Musikinstrumente... Lüge, Schwindel, Erfindung, Fiktion, Fabel, Desinformation, Verdrehung, Systemüberlast. Tja, so macht man das. Schwindeln macht ganz schön Appetit. Wer hat Lust auf Dads weltberühmte Tintenfischüberraschung? Vater, das klingt wundervoll. Hui, komm sofort. Abuelo, du kommst genau richtig. Lori und ich feiern doch morgen unseren Pizza-Jahrestag. Übernimmst du meine Schicht? Tut mir leid, Roberto, aber ich bin auf der großen Mercado-Tagung. Diesmal gibt's gratis Türglocken. Oh, tja. Dann musst du wohl hin. Aber wie sage ich das Lori und Tia Frieda? Sie ist so aufgeregt wegen des Pizza-Anzugs. Jetzt sei bloß nicht albern. Geh mit Lori aus. Es kann doch jeder aus der Familie den Mercado hüten. Ach ja. Was hast du denn da an? Was? Noch nie einen Pizza-Anzug gesehen? Und jetzt hört gut zu, wenn die neue Milch kommt, stellt sie hinter die alte Milch. Und zwar so, dass man das Haltbarkeitsdatum sehen kann. Hey, legt die zurück. Also, ihr müsst noch eine ganze Menge wissen und das steht hier in diesem Handbuch. Ja, und ich lese auch schon. Es reicht, ich bleibe hier. Jetzt geh schon, du kommst zu spät. Wir schaffen das. Ja, ich führe den Laden im Schlaf. Die Leute bringen Sachen zur Kasse, wir nehmen ihr Geld und ich esse eine Handvoll Süßigkeiten. Die du zum Angestelltenpreis bezahlen wirst. Mach's gut, Bobby.
Ich komme, Babe. Oh nein, ich muss ihm ja noch was erklären. Anrufen bei Ronnie Ann. Hey, Bobby, was gibt's? Ich muss euch noch was sagen. Die Toiletten sind nur für Kunden. Sie müssen vorher was kaufen. Ich rate immer zu Toilettenpapier. Deshalb rufst du an? Hör zu, wir kriegen das schon hin, Bobby. Adios. Was denn noch? Wenn jemand Walnüsse kaufen will... Ganz sicher nicht. Die mag doch kein Mensch. Hey, Leute, wo sollen die Mangos hin? Ich trainiere hier noch kurz. Danke, Parr. Stell sie zum Fisch. Nein, nicht zum Fisch. Dann nehmen sie den Fischgeruch an. Und Parr soll aufhören, mit den Früchten zu trainieren. Mach dir keine Sorgen. Wir schaffen das. Also gut. Ich dachte, wir bestellen halb Käse und halb Salami. Nein! Cashews kosten ein Vermögen. Ich sagte Käse. Oh, gut. Ja, dann bestellen wir eben das. Was ist das? Eine popelige kleine Blume? Mein Babe verdient ein Bouquet. BGZB mit einem B. Das B steht für Bouquet. Hör mal, Bobby, wir haben keine Zeit, so lange auf dich zu warten. Ich brauche mehr Jucksalbe. Tut mir leid, kommt nicht wieder vor. Also, das macht dann $12 für die Cashew-Nüsse. Oh. Halt, diese Mango hat eine Stelle. Ich hol mir eine neue. Ich komm gleich wieder. Nicht vordrängeln. Bobby, wo steckst du? Du lässt mich hier ohne Witz sowas von warten. Du schwitzt ja so. Moment mal. BGZB. Bitte was? Bin gleich zurück, Baby. Puder ist in Gang 3. Oh nein, halt Blumen. Ja, schon viel besser. Das ist Brokkoli. Geht es dir gut? Oh, ja. Ich freue mich nur über unser Date. Tja, das Essen ist da. Probier mal. Entschuldige, Babe. Meine Salamiknöpfe gehen ab. Bin gleich zurück. Hier, Bobby. Jetzt sieh dir nur diese Mango an. Sie ist perfekt. Hör auf, sie anzustarren, sonst wird sie zu reif. Ich wusste es doch. Du bist bei deiner anderen Liebsten an unserem Jahrestag? Nein, Maybell und ich sind nur Freunde. Vielleicht, wenn ich 50 Jahre jünger wäre. Ich meine den Mercado, Bobby. Nein, Lori. Lori! Oh, Bubu Bär, das ist ja so romantisch. Und diese Pizzatacos von deiner Abuela sind ganz köstlich. Danke, Babe. Ich bin nur froh, dass du jetzt endlich den Pizza-Jahrestag kriegst, den du verdient hast. Danke, Bubu Bär. Das ist ohne Witz der beste Pizza-Jahrestag aller Zeiten. Oh, die Elfriede hätte keine echte Salami nehmen sollen. Sieht köstlich aus. Ich habe auch noch Pain au Chocolat, Pain Suisse und Croissant. Hört sich gut an. Was ist der Anlasskleid? Ja, willst du uns was aufs Brot schmieren? Okay, also gut. Der Grund für diese Freundschaftsbrunch-Celebration ist folgender. Ich habe große Neuigkeiten. Es begann alles gestern Abend. Clyde, gehst du mal ran? Aber pass auf, das Telefon ist älter als unsere Kristallgläser aus den 30ern. Hallo? Clyde, hier ist Nana Gale. Oh, stell dir vor, meine beste Freundin Sir Dufour ist ganz überraschend in die Stadt gekommen. Sie ist zufälligerweise Rektorin einer der besten Kochakademien auf der ganzen Welt. Ja, die kenne ich. Die nehmen so gut wie keinen auf. Selbst die Queen haben sie abgelehnt. Naja, ihr Kuchen soll auch sehr trocken sein. Clyde, du kommst jetzt sofort hierher und bring auch dein Gebäck mit, klar? Wenn Fleur es probiert, kriegst du ganz sicher einen Platz an der Akademie. Und, wie ging's weiter? Sie war begeistert von meinem Gebäck. Die Rektorin hat gesagt, ich müsste nur noch einen Test heute Abend bestehen. Ich muss ihr ein ganzes Menü kochen. Und wenn's gut läuft, werde ich aufgenommen. Ja! Echt super! Clyde, was ist los? Es gibt nur einen Nachteil. Die Schule ist in Paris. Nein!
Oh, nein, nicht schon wieder. Clyde verlässt uns, genau wie Lincoln, als er nach Kanada ging. Jetzt mal ganz ruhig. Ich weiß ja noch gar nicht genau, ob ich gehe. Vielleicht falle ich ja auch durch. Dein Essen ist göttlich. Klar bestehst du. Ich würde euch voll vermissen. Aber das ist echt eine riesige Chance. Wo sonst kann ich Sol Meunier kochen oder Concombre de la Mont und Escargot? Warte, Clyde. Du kannst doch aber auch hier in Royal Woods lernen, das alles zu kochen. Ich wüsste einen guten Lehrer. Dann könntest du hier bleiben. Oh, versuch's doch, Clyde. Bitte. Ja, wir sind deine Crew. Tisch 10 in der Mensa. Das Action News Team. Wir müssen zusammenhalten. Aber wer soll mich unterrichten? Das überlass nur mir. Bonjour, Clyde. Bereit für ein französisches Essen? Ach, ich freue mich schon so drauf. Wow, danke, Mr. Loud. Sie kennen sich mit der französischen Küche aus? Ich folge einem französischen Kochblog, das sollte reichen. Jedes Mal, wenn mein Freund Charcuterie Sheldon aufdreht, drehe ich voll durch. Heute machen wir Escargot. Das lernst du in Paris auch nicht besser. Charcuterie Sheldon sagt, man muss sich ganz langsam ranschnecken. Kapiert? Weil wir Schnecken kochen? Brüller, Mr. Loud. Als erstes kommt die Butter. Jetzt mal los. Der Laden ist voll. Soll ich später wiederkommen? Nein, nein, das läuft nebenbei. Nächster Schritt, Knoblauch hinzufügen. Na, warte, der Nacho-Käse. Oh, viel zu heiß. Halb so wild, einfach Eiswürfel rein. Okay, Sie sind der Lehrer. Pesto nicht vergessen. Die Milch muss auch noch benutzt werden. Was mache ich nur mit den Fischköpfen? Ach, ich habe die Chilischoten ganz vergessen. Gut umrühren. Fertig. Bestellung steht bereit. Das wäre erledigt. Und ist der Knoblauch drin? Oh, ist alles drin, was Sie sagten. Die Crew probiert es gerade schon. Und was kennen wir noch für Köche in Royal Woods? Köchin Pat, kennen Sie sich mit französischer Küche aus? Ich kenne mich mit allem aus. Ich war mal Chefköchin auf einer Yacht in der französischen Riviera. Hier, eine Nussbuchweizengalette. Samtig, nussig. Wieso kochen Sie dann andauernd nur Käsenudeln? Weil ihr die am liebsten mögt. Köchin Pat, Sie müssen Clyde alles über französische Küche beibringen, denn sonst zieht er nach Paris. Bitte! Das ist ja sehr viel verlangt. Aber ich mach's. Unter einer Bedingung. Während der Kochstunden müsst ihr auf meine Nichte Waffel aufpassen. Wenn sie beißen will, gebt ihr Waffeln. Das beruhigt sie etwas. Wie wär's denn mit diesem Quiche-Lorraine-Rezept? Okay, aber ich muss eine ganze Schule füttern. Also das ganze Rezept mal, 500, glaube ich. Mathe war nie meine Stärke. Ich bin eher fürs Künstlerische. Waffi? Ich hab Hunger und die Waffeln sind alle. Hey, gibt's hier irgendwas zu essen? Oh nein, das waren zu viele Eier. Lalo, was soll das denn? Frühstück! Der frühe Vogel fängt die Chilaquiles! Chilaquiles? Andale, ist es! Morgen, Abuela. So eilig heute? Sieh, Micha, die Wohnung oben wird doch frei und meine Aufgabe als Verwalterin ist es, sie allen Mietinteressenten zu zeigen. Ja, und ich werde ihnen dabei helfen. Cooler Werkzeuggürtel. Ist der Hammer neu? Ja, und mit Schraubenzieher drin. Guten Morgen. Guten Morgen, Schatz. Hast du Pläne für heute? Ja, ich gehe mit dem Board in den Park und probiere neue Tricks. Großartig, aber vergiss nicht deinen... Hör auf, Mom. Du brauchst mich nicht daran zu erinnern. Ich kenne doch deine Notaufnahmegeschichten. Dabei fällt mir ein, du glaubst nicht, was wir gestern in einem Patientenmagen entdeckt haben. Erst dachten wir, es wäre ein Haarknäuel, aber... Wir lieben dich alle, Tier, aber einige essen hier. Erzähl's mir später. Danke für den Teller, Schatz. Guten Morgen, Leute. Für mich Frühstück to go. Abuela, ich geh mal runter und öffne den Mercado. Gracias, mi hijo. Was für ein Enkel. Du lässt deinen Abuelo in Ruhe seinen Kaffee genießen. Danke, Abuela. Warte, Bobby, deine Schürze. Danke, Schwesterherz. Warte auf mich. Jemand muss dich doch überwachen. Meins!
Nächstes Mal schaffst du's. Natürlich, Mr. Scully. Ich schließe die Wohnung gleich auf und ich bin sicher, wir werden hier jede Menge Bewerber sehen. Abuela, deine Schlüssel! Auf jeden Fall ist die Wohnung fertig. Ah, und jetzt endlich essen. Ah, du kannst wirklich auf die Tränendrüse drücken. Hau rein, ich esse was auf dem Weg zum Park. Kein Wort zu Abuela. Es gibt sonntags immer Hackfleischsteaks, montags Fleischklößchen, dienstags Hackbraten, Wiener Schnitzel gibt's Mittwoch, Gulasch donnerstags, Fischpfanne freitags und samstags gibt's Eintopf. Dann geht alles von vorn los. Woche für Woche für Woche. Wenn ihr mich nun entschuldigt, ich verschluck mich gleich an... Wiener Schnitzel. Ohne zu prahlen, aber das schmeckt genauso wie letzten Mittwoch. Mann, ich hab das Rezept echt voll im Blut. Was ist das? Pasta? Also warum, bitteschön, habe ich meine Gulaschzutaten in den Taschen? Wir waren das, Dad. Wir haben das Essen sabotiert, damit du uns Pizza bestellst. Tut uns wirklich leid, aber jede Woche immer das Gleiche zu Abend zu essen hat uns in den Wahnsinn getrieben. Ihr habt offenbar keine Ahnung, wie schwer es ist, 7 gesunde Mahlzeiten in der Woche zu kochen für 13 verschiedene Leute und das mit wenig Geld. Ich finde, euer Dad macht einen wirklich tollen Job. Oh, das ist aber lieb von dir, Schatz. Eines Tages, wenn ihr selbst für eure Familie kocht, werdet ihr das verstehen. Selbst für die Familie kochen? Na klar! Lasst uns morgen das Abendessen machen. Wir haben tonnenweise Ideen. Dad kriegt mal eine Pause, wir zaubern was Leckeres und zeigen, wie leicht es ist, den Speiseplan aufzumöbeln. Meinetwegen. Oh, die Zwiebel können wir bestimmt noch brauchen. Denkt dran, Leute, hier geht es um mehr als nur das heutige Abendessen. Dieser Grillkäse muss sich einfach dauerhaft durchsetzen. Grillkäse? Ich will Kuchen backen. Ich kann doch abends keinen Kuchen essen, da kriege ich ohne Witz voll Pickel. Dann Lamm mit Kartoffelbrei, das ist Mick Swaggers Lieblingsessen. Hey Leute, jetzt weiß ich's, wir machen Gulasch. Wir machen das doch nur, damit wir kein Gulasch essen müssen. Und jetzt vermisse ich's. Dürfte ich etwas Anspruchsvolleres vorschlagen? Vielleicht eine Vichyssoise? Wir brauchen Muskelfutter. Ich mix uns ein paar Proteinshakes. Dein Hirn war wohl im Mixer, wenn du glaubst, ich trinke diese Kotze. Warte, wir dürfen Kotze trinken? Leute, stopp. Wir machen ein Überraschungsessen. Und jeder kocht sein eigenes Gericht. Tolle Idee. Dann gibt's keinen Grund mehr, uns zu streiten. Das ist meins. Das brauche ich doch für mein Omelett. Tja, ich brauche es für mein Blutwurst-Omelett. Wer wird denn hier rumeiern? Kapiert? Echt jetzt? Meine Vichyssoise! Leute, ist da drin alles okay? Au! Nein! Gut, eure Mom und ich kriegen nämlich langsam Hunger. Hoffe, ihr könnt gleich schon was rüberwachsen lassen. Hey Leute, wir haben gar nichts. Scheitern ist keine Option. Wir müssen irgendwas auftischen, sonst essen wir auf ewig jede Woche nur das Gleiche. Oh, wow, das ist... Kartoffeln! Quinoa! Totan! Hühnchen! Hackbraten! Bolognese! Glasur! Müsli! Gulasch! Kotze! Nun, bon Appetit! Das ist... Mom, Dad, es tut uns leid. Ihr hattet recht. Für so viele Leute zu kochen ist ein Albtraum. Wir beschweren uns nie mehr über dein Essen. Ja, das versprechen wir. Ich werde hier gar nichts versprechen. Jetzt, wo wir das sowas von eingesehen haben, können wir eine Pizza bestellen? Oh, ja. Pizza. Bedauere, Kinder, das sprengt unser Wochenessensbudget. Also kriegen wir kein Abendessen? Nichts da. Das erfordert eine umgehende Intervention. In die Küche. Also, was haben wir noch? Hier ist eine Dose Oliven. Auf dem Löffel hier klebt noch ein bisschen Senf. Ich hab noch ein paar Proteinriegel. Und ich hab was mit Wumms. Was denn? Oh, du meintest Rockmusik. Oliven, Pfeffer, Bratpfanne, zweite Hälfte der Pfanne, Tape, jetzt, Mann, jetzt! Was kochst du denn da, Dad?
Ich bin nicht ganz sicher, aber nennen wir es einfach Casa Loud Casserole. Oh, ich habe das perfekte Outfit dafür. Liebling, das war wirklich köstlich. Danke. Ich denke, ihr hattet wohl recht. Wird Zeit, das Menü mal etwas aufzumöbeln. Wirklich? Jep. Und jetzt fahre ich sogar sofort zum Laden und hole uns neue Lingredenzien. Torta Freitag, der beste Tag der Woche. Oh Mann, ich sterbe vor Hunger und alles tut mir weh. Es ist entscheidend, was du am Abend vor einem Test zu dir nimmst. Wenn man nämlich das Fleisch weglässt, den Käse, nicht den Käse, und Stärke, kann man das Testergebnis verbessern. Sekunde. Und die Bohnen, die darfst du auch nicht essen. Hey! Du kriegst keine Torte mehr von mir, verstanden? Hey, Dad! Brennt es hier irgendwo? Es riecht so verlaucht. Diese Gurke ist ein Schurke. Kapiert, Lola? Ich hab ihren Witz mit einem Reim gekontert. Gurke, Schurke. Hab ich verstanden. Wenn ihr mich sucht, ich bin im Pastagang. Liebe Kunden, ich möchte jetzt um Ihr Gehör bitten. Ja, geben Sie es bitte an der Kasse ab. Bohnen, ja, die esse ich sehr gern. Das hört jeder nah und fern. Seid froh, dass ihr den Fleischtheken-Song verpasst habt. Ich nicht. Hey, Dad, was sagt das linke Auge zum rechten? Nur so zwischen uns, da riecht was. Wegen der Nase. Alles klar da hinten, Süße. Du bist so schnell. Mir geht's gut. Soll ich dir aus dem Sicherheitsgurt helfen? Das kann ich schon selbst. Ich brauch wohl doch Hilfe. Hey, Schätzchen. Hier, deine Macaroni. Wir hätten auch noch Vollkornpenne da, für den Fall, dass du Ohrringe basteln willst. Braune Ohrringe? Ich passe. Nein, nein, mein Dad hatte auch immer einen Liebling und ich fand das schlimm. Hey, Dad, backst du mit mir einen Zitronencremekuchen? Oh, sie hatten wohl andere Pläne. Dann mache ich ihn wohl doch lieber allein. Oh, so nicht! Genau dasselbe mache ich jetzt mit Lola. Das darf nicht sein. Du kannst das sicher wieder gut machen, nur bitte kauf ihr nicht wieder einen Pony. Das lief ja nicht so gut. Hey, Schätzchen, bist du beschäftigt? Tja, ich habe zufällig diese beiden Prinzessinnenkleider im Kaufhaus entdeckt und dachte mir... Das ist meine Farbe! Natürlich, Puderpink. Aber warte, es kommt noch mehr. Klebeohrringe? Du bist der Beste, Daddy! Wow, das ist meine Farbe. Sag ich doch, Rubinrot. Lust auf noch eine Folge Knastschönheiten? Aber klar doch, wir müssen doch wissen, wer von denen Miss Gitterstab wird. Bam, 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 gut gemacht, Daddy-O. Jetzt wissen alle, ich hab sie gleich gern. Du hast mein Lieblingsessen gemacht. Was? Ja, Beef Stroganoff, das liebe ich. Wirklich? Ja, Dad, ich kann gar nicht Stroganoff davon kriegen. Der war gut, Schätzchen. Oh nein, so ein Riesenmist. Jetzt werden die anderen denken, dass Duell mein Liebling ist und ich stehe wieder ganz am Anfang. Oh. Ich krieg das hin. Kinder, Essen ist fertig. Guten Appetit. Wow, Dad, sind das 11 verschiedene Gerichte? Ach, halb so wild. Ich habe nur für jeden von euch sein Lieblingsessen gemacht. Selbst mein Würmergratin, Dad? Aber natürlich. Voilà. Astrein! Na, wärst du wohl so gut, das in einer anderen Örtlichkeit zu konsumieren? Wie in der Garage? Halt, wenn ich neben Lisa sitze, sieht es so aus, als wäre sie mein Liebling. Kinder, ich setze mich heute mal in die Ecke. So kann ich euch alle gleich sehen und gleich hören. Dad,
Au, 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 au. Hast du dir den Finger gebissen? Warte, Schätzchen, Daddy küsst das Auer weg. Aber du bist nicht die Einzige, die Daddy lieb hat. Heute gibt's für alle Küsschen. Einen für dich, einen für dich, einen für dich. Lass das lieber sein, Dad. Ich habe heute richtig krass gepopelt. Ich bewahre den Kuss in der Tasche auf. Geht's dir heute nicht gut, Dad? Doch, alles bestens. Wie war denn dein Nachmittag so? Seufz, gut. Ein Grab geschaufelt, überlegt, mich reinzulegen. Sekunde, Schatz. Ich meine, wie war euer aller Nachmittag? Nicht nur Lucys, aber naja, Lucys auch. Und? Wer soll anfangen? Ja, ich weiß schon. Wir ziehen Nummern aus einem Hut. Und wer soll zuerst ziehen? Wisst ihr, wir ziehen Nummern aus einem anderen Hut, um das zu entscheiden. Oh, okay. Und wer zieht dann zuerst aus dem anderen Hut? Ja! Und wird seit Generationen in der Familie weitergegeben. Und jetzt wird es Zeit, dass ich das Rezept an euch zwei weitergebe, damit ihr für das chinesische Kulturfest Baos zubereiten könnt. Meine kleinen Klößchen machen ihre ersten Klößchen. Oh, Dad. Sid, zu viel Füllung. Adelaide, nicht genug Füllung. Jede Flosse braucht 8 Kerben. 8 bringt Glück. Nicht 7, nicht 9, sondern 8. Es ist doch wohl egal, wie viele... Das ist nicht egal. Diese Baos haben unsere Vorfahren gerettet. Also müssen wir uns auch an das Rezept halten. Außerdem will ich damit Mike Lu's Songsis Stand übertreffen. So, na endlich. Der sieht toll aus. Oh, oh, oh. Ich hab's auch geschafft. Perfekt. Gut gemacht, Kinder. Ja, leg los, Marcel. Oh yeah, wir rocken. Wir haben's drauf. Getanzt wird später. Ich muss jetzt in den Park, bevor Mike Lu uns den besten Platz wegschnappt. Oh, und ihr müsst 800 Stück davon machen. Das klang, als hätte er 800 gesagt. Genau, fangt besser an. Wir sehen uns im Park. Aber die zwei haben doch schon ewig gedauert. Bei dem Tempo sind wir ja glatt so alt wie Dad, wenn wir fertig sind. Das muss doch auch irgendwie anders gehen. Das ist es! Meinst du wirklich, Dad ist damit einverstanden, dass wir das Ganze so abkürzen? Wir erzählen's ihm einfach nicht. Sieht doch gut aus. Also Tempo rauf! Leute, ihr müsst schneller machen! Warnung, Katastrophe steht bevor. Warnung, Warnung! Warnung, Warnung! Frühstücksbord! Alles okay? Definiere okay. Aber immerhin sind die Baos fertig! Okay. Lucy sagen, dass ihr Trauerkleid gereinigt wurde. Luna sagen, dass ich sie heute Abend zur Probe fahren kann. Und Lola erinnern, dass sie erst wieder fernsehen darf, wenn sie ihre Hausaufgaben gemacht hat. Das war's. Oh, hi, Lori. Sekunde, Dad. Ach, das hatten wir doch gerade, Lori. Kannst du das Ding bitte weglegen? Okay, Lucy sagt genau richtig zur Beisetzung. Luna sagt, das rockt. Und Lola schickt uns das. Du hast alles auf meiner To-Do-Liste erledigt? Wie hast du das geschafft? Mit einer Chat-App. Damit kann man ohne Witz 1000 Dinge auf einmal klären. Ziemlich praktisch für einen Vater, der 11 Kinder hat. Sekunde. Und wenn ich nun auch chatten will, was muss ich dann machen? Das ist kinderleicht. Einfach nur tippen. Wo ist dein Handy? Schreib mir eine Nachricht. Wie? Hier. Schreib einfach Hi. Oh, gelöscht. Liebe Lori, mit dieser Nachricht erkundige ich mich nach deinem Befinden. Sorry, Dad, aber TLDR, total lange dumme Rede. Und wegen solcher Abkürzungen ist Chatten so genial. Gut, ich versuch's. SGHICWTLM. Sehr guter Hinweis in cooler Weise. Toll, Lori, meisterhaft.
Das üben wir noch. Leute, ich bin hungrig wie ein Wolf. Wo bleibt Dad denn mit dem Essen? Und hallo an meine Zuschauer in Schweden. Oder sollte ich sagen, willkommen zu dem internationalen Cuisine-Livestream mit Chefkoch Loud. Heute machen wir Pizza. Oh, ist nicht im Bild. Heute machen wir Pizza. Los geht's, hier kommt ein echter Schmaus. Nicht so schnell, das ist vorerst nur ein Augenschmaus. Ich muss noch Fotos für Swifty-Pick machen. Lieber gleich ein paar mehr zur Sicherheit. Ach, die kann ich nicht posten. Die sind voll ätzend. Nochmal von vorn. Ja.